Abbauarbeiten sind nach dem 26. Wiener Donauinselfest voll im Gange. Mehr als 2 Millionen Menschen haben das Festival in den vergangenen 3 Tagen besucht. Jetzt haben die Maschinen die Insel übernommen. Die MA 48 ist mit einem Sonderkontingent an Reinigungskräften ausgerückt. Die Farbe Orange dominiert momentan auf der Donauinsel. Die angeblichen Schuhtrends für den Herbst 2009 wurden heute auf der Maria-Hilfer-Straße präsentiert. Bei der Vorführung waren zahlreiche sogenannte Schuhmanics anwesend. Was ist aber ein Schuhmanic eigentlich? Es gibt eine neue Eintragung im Dictionary. Ein Individuum mit einer besessenen, leidenschaftlichen, aber auch auffälligen bis hin zu sonderbaren Beziehung zu Schuhen. Das schließt alle ein, die Schuhe sammeln, sich in Schuhe verlieben, soll vorkommen, und auch diejenigen, die ihre Persönlichkeit komplett verändern, wenn sie ihre Lieblingsschuhe tragen. Eher schräge Typen also diese Schuhmanics, im Herbst werden sie aber voll auf ihre Rechnung kommen. Also ich werde mal auf Urlaub fahren, nach Malta 2 Wochen und ja, dann einfach viel chillen und Spaß haben, auf Partys gehen und so weiter, ja. Dieses blöde Aufstehen in der Früh schafft ja eh fast keiner. Eine Woche nach Italien und 3 Wochen nach Spanien. Ja. 9 Wochen lang Party machen in Wien und dazwischen kurz auf Abstecher, auf Festivals und Prost.